So, willkommen zurück bei Resident Evil Revelations. Da ist Schleimi. Kann man sogar scannen. Interessant. Ein großer Schleim. Erinnere mich an die Dinger am Strand, die wir scannen sollten. Muss irgendwo hier im Forschungsbereich sein. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. There you go. Episode 8 war noch nicht die letzte, okay. Also folgt jetzt dann Episode 9. Das ist die letzte höchstwahrscheinlich. Ein S, das ist geil. Speichern beendet, aber ich speichere trotzdem nochmal manuell. Wie gesagt, ich hab da so einen Tick. Ich vertraue dem ganzen Autosave-Gedöns irgendwie nicht so wirklich. Am Ende darf ich halt den ganzen Kack nochmal nachspielen. Muss halt echt nie sein. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Veltrum? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Teufel hast du getan? Ich habe gar nichts getan. Sag nicht, dass die Batterie leer ist. Oh, Mann. Das Positive ist, wir sehen bei dieser Verschwörung allmählich klarer. Wir müssen zum Flughafen zurück, und zwar sofort. Hey Mann, warte! Niemand zu Hause. Sogar das andere Team ist abgehauen. Also, was machen wir denn eigentlich hier? Alles okay. Ich habe uns eine Hintertür offen gelassen. Ich kann uns mit jedem PDA reinbringen. Ja? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wenn meine Theorie stimmt, ist die Wahrheit über Veltro noch nicht spruchreif. Machst du Witze? Ich will voreilige Schlüsse vermeiden. Ich brauche mehr Infos. Es ist alles so dermaßen peinlich und die verstehen es sehr gut, das Spiel in die Länge zu ziehen. Ich hoffe nur, er hat eine starke CPU. Das wäre klasse. Den PC suchen. Schon wieder hier.
Warum kann ich nicht durch Türen gehen, wenn jemand anders durchgeht? Verstehe ich immer noch nicht. Ich muss mir erst die Tür vor der Presse zuhauen lassen. Und dann kann ich erst weiter. Verdammt! Jemand Bestimmtes sollte bei Veltros Rückkehr nicht hier sein. Sie inszenieren das. Nein, keine Zeit für Verschwörungstheorien. Wie kommt es, dass du vor mir hier drin bist? Warst du noch gerade hinter mir? Dass wir mit den zwei Pappnasen nochmal spielen, hätte ich nicht gedacht. Raketenwerfer. Ist das wirklich ein echter MB-28? Ryder, so einen wollte ich schon immer. Du stehst auf Technik wie Fliegen auf Scheiße. Es ist nur ein Computer. Zur Sache, Schätzchen. Was soll das denn? Es passiert nichts. Was hast du gemacht, Quint? Gar nichts. Ich brauche mehr Strom für den MB-28. Hier muss ein Generator sein. Den brauche ich. Okay. Bleib hier und amüsier dich mit deiner neuen Flamme. Okay. Ich hoffe, dieses rostige Ding funktioniert. Der Strom reicht nicht, teilweise, um ihn voll aufzuladen. Gibt's noch zwei betätigen. Ja, durchaus. Python, eine weitere Magnum. Magmunition. Habe ich Pistole, Raketenwerfer und die Mag. Dann nehme ich doch lieber das Schrotflinte noch. Nicht für Munition, aber dafür starke Waffen. Ich will auch aufnehmen, was hier ist. Scharfschützengewehr. Okay, Kräuter sind voll. Ich glaube, soweit habe ich alles aufgenommen, was geht. Müssen ihn doch bestimmt beschützen. So viel Zeug wie hier rumliegt, das kann mir keiner erzählen, gut, dass das nicht der Fall ist. Starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Das sollte der MB-28 in ein paar Minuten schaffen. Ah, sind Wölfe. Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Raketenwerfer, genau. Mit dem Mac. Die verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Die FBC mag den unerlaubten Zugriff nicht. Die FBC? Wovon redest du? Ich hacke ihn. Bei der Unfalluntersuchung entdeckt. Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verdammt viel Zeit, um alles zu knacken. Viele denn noch? Wie lange denn noch? Mal sehen, das sind jetzt 28%. Dein Baby ist lahm. Kapier, Quint? Ach, Hunter auch noch. Okay. Ganz schön viele, du jetzt.
Welcher Generator war denn das? Der hier. Quint, hat es geklappt? Alles okay? Ja, okay, danke. Okay. Jetzt. Jetzt bin ich sauer. War nicht noch einer? Hey, das war das Maschinengewehr. Können wir auch nehmen, meinetwegen. Sind viele Feinde heute. Ja. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen mich beim Reinhacken bemerkt haben. Du musst sie aufhalten. Okay, aber dafür schuldest du mir richtig was. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Unsichtbar und frech. Und noch normaler Hunter. Ja genau, die vermöbeln mich jetzt. Noch irgendwas? Nö. Ich habe nichts und davon jede Menge. Habe ich echt alles verbraucht? Was liegt denn da noch? Ach, die Mac. Okay. Auf die Daten werfen. Bereit? Gut, gut. Das erklärt es. Erklärt was? Wer hinter Veltro steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Ah, hier ist Fogball. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien, ich weiß über alles Bescheid. Veltro ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver, von Ihnen inszeniert. Ihre eigene Veltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte Sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende Sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah! Wir wurden entdeckt! Hey, Quint! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot?
Warte, Kumpel! Hab's klar! Quint! Keith! Virus. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Chris! Was macht er da? Was bringt das jetzt, da zu scannen? Warum er das Ding hochhält? Wie komme ich denn sonst hier durch? Ah, ich kann immer nur eins ausschalten. Ein Bereich. Der öffnet sich nicht. Unangenehm. Immer noch nicht. Aber er kam jetzt hier durch. Komme ich jetzt auf der anderen Seite auch durch? Ja, sehr gut. Kriege ich das Kraut wieder, was mich das gerade hier gekostet hat? Ah, Fingerabdruck und so. Endlich geht es voran. Oh ja. Da sagst du was. Munitionskiste, Maschinengewehr. Da liegt was. Fertigstellung des neuen Virustyps. Der T-Abyss-Virus enthält genetisches Material des Abyss und des T-Virus. Für sich selbst ist das Virus zwar keine größere Bedrohung, doch es hat es uns möglich gemacht, waffenfähige Meeresviren zu studieren. Ich fürchte, mein Name wird eines Tages im Zusammenhang mit der Herstellung des furchtbarsten Waffe der Welt in Verbindung gebracht werden. Simulationen zeigen, dass wenn der Virus in gelöster, aber ausreichend konzentrierter Form in entsprechend großem Seegebiet entlassen werden würde, es innerhalb kürzester Zeit das gesamte Weltmeer verseuchen würde. Angefangen mit Bakterien zum Zeitpunkt der eigentlichen Kontamination würde dann eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die ausnahmslos alle Lebensformen im Meer betreffen würde. Sobald das T-Abyss-Virus einen Bereich des Meeres verseucht, wird es genetische Mutationen bei allen Lebensformen im Gebiet verursachen. Es ist möglich, die schwerwiegenden ökologischen Folgen für die Menschheit abzuschätzen. Ich bezweifle, dass es meiner Arbeit wirklich darum geht, Bioterrorismus und Ausbrüche von Biogefahren zu verhindern. Höchstwahrscheinlich nicht. Hätte gerne eine Kiste, ich würde gerne die Magnum mitnehmen. Ich habe 56 Schrotpatronen, damit sollte ich doch einigermaßen weit kommen, denke ich.
Materialien zur Entwicklung von Malkoda. Die Entwicklung von Codename Malkoda war reiner Zufall. Wir infizierten verschiedene Fischarten mit dem T-Abyss-Virus als Teil unseres Forschungen bezüglich Wasser-BOWs. Zufällig war eines dieser Testobjekte bereits mit Parasiten kontaminiert. Es handelt sich dabei um ein Gyrodactylus solaris, einen kleinen monogenetischen Elektroparasiten. T-Abyss infizierte damit sowohl den Wirt als auch den Parasiten. Die aus den Doppelinfektionen resultierenden Mutationen erlaubten ihnen konsequent die Verbesserung der gesamten BOW-Entwicklung. Eine Malakoda-Larve ist nur 1 Zentimeter lang. Da sie so klein ist, kann sie als Parasit verwendet werden, um einen Wirt mit einer ausgeschiedenen Flüssigkeit zu infizieren, die den Virus enthält. Der Parasit mutiert im Wirt und wächst rapide. Vielleicht versteckt der synergetische Effekt des von T-Abi-Virus zusammen mit dem Sekret den Metabolismus des Organismus. Die Größe des Malakoda steigt mit der Größe des Wirts. Zwar müssen klinische Tests durchgeführt werden, doch mit einem Wal als Wirt wäre die Größe des Malakoda theoretisch grenzenlos. Eines Wals, natürlich. Warum auch nicht? Tiefgefroren, ne? Okay. Auch noch einer. Ja. Wollte dich nicht aufwecken. Da ist noch was. Ich glaube, dass dies doch nicht die letzte Folge sein wird. Es geht hier doch schon ein bisschen länger und es gibt hier noch einiges zu finden. Tagebuch des Veltro-Agenten, zweiter Teil. 2004, Tag 3 nach Missionsbeginn. Die Mission war ein Erfolg. Terra Grigia ist die manifest gewordene Hölle auf Erden. Wir haben den ultimativen Virus entfesselt und die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Die FBC hatte Soldaten geschickt, aber gegen uns waren sie machtlos. Unser Ziel ist erreicht. Die Welt weiß nun, dass sie nicht auf die Hölle warten muss. Sie ist bereits da. Öffnet die Augen, Welt. Öffne deine Augen und blicke der Wahrheit ins Antlitz. Bernard Cody. 2004, Tag 6 nach Versionsbeginn. Das Schiff ist kontaminiert. Der Virus hat meine Kameraden in schreckliche Monster verwandelt, alle anderen in Monster verwandeln. Wieso geschieht das? Wir wollten die Massen in die Hölle stürzen, nicht uns selbst. Das gleiche geschieht auf der Semiram. Achso, das andere Schiff. Semiramis. Der Virus hat alle Schiffe kontaminiert. Das kann kein Zufall sein. Irgendjemand hat uns die ganze Zeit über benutzt. Aber wer? Keiner von uns würde jemals Veltro hintergehen. Nur der mysteriöse Geldgeber würde das tun. Er ist der Einzige, der nicht hier ist. Norman. Wir brauchen ihren Rat. Sie müssen uns aus dieser schrecklichen... Der Rest des Papiers fehlt. O'Brien steckt dahinter, aber ich glaube, es steckt noch wesentlich mehr dahinter, als wir zu ahnen scheinen. Funktioniert es? Wir brauchen einen Code, um das Neutralisationsmittel zu aktivieren. Okay. Ich durchsuche das Labor. Gut. Ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Konzentriertes Feuer 1. Passt das für die Magnum? 1200, die beste Waffe ihrer Klasse, die Lightning Hawk. Okay, kurz mit L Hawk. Feuerrate. Steigerung der Schrotflinte wird um minus 4 Grad verringert. Ach, krass. Streuung, meine ich. Okay, die Feuerrate können wir hier erhöhen. Okay, dann lass doch mal schauen, ob wir das noch hinzufügen können. Schaden Mannstopp-Wirkung. Mannstopp. Nehme ich mal raus und dafür das da. Die Mannstopp-Wirkung können wir doch bestimmt bei hier der Lightning Hawk reinballern. Wo ist sie denn da? Yes. Lass sie vorerst aber nochmal in der Kiste.
Ich habe den Türcode geknackt und öffne sie. Sei vorsichtig. Alles klar. Aber klar doch. Schon was war kein Fehler, die Magnum da zu lassen und den Raketenwerfer. Aber so nach Endfights hört sich das gerade nicht an. Gucken wir mal. Lass mich raten, ich muss hier irgendwie durch. Wo weiß ich denn, wo ich lang kann? Wie sehe ich das denn? Ach, mit dem Scanner sieht man das. Das war aber eben nicht der Fall. Okay, alles ab. Wie? Ich dachte, das wäre alles abgeschaltet. Hä? Nicht? Ach so, ich kann jetzt hier raus. Da kann ich jetzt lang. Aber an ihn komme ich trotzdem nicht ran. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Er wieder. Ja, genau. Warum auch nicht? Dass der auch noch ballert, ne? Das ist so drecksunfair. Ausweichen ist halt auch nicht drin, ne? Aber er ist langsam. Das schafft mir den Vorteil, vor ihm wegzulaufen. Ja, noch einer! Klar, warum nicht? Sag mal, ich drück ausweichen, es klappt einfach nicht. Ja, natürlich kommt er hier hoch, warum auch nicht? Holy shit. Endlich. Ach, 1% fehlt noch. Na egal. Gut, Impulsgranate, davon ein bisschen was. Wieder ein Customization Kit. Kit. Achso, hier. Fingerabdruck. Ding, ding. Scheint wohl doch nicht die letzte Folge zu sein. Also, ich denke mal, dass so schnell komme ich hier nicht durch. Bin jetzt gleich wieder bei einer halben Stunde. Und draußen schwamm auch noch irgendwas rum. Taste drücken. Nee, gerade nicht. Ich möchte mich gerne nochmal hier umgucken.
sonst nichts. Ja, Mac-Munition. Hätte ich mal die Mac genommen, dann, ne? Das Gerät wird für Impfungen verwendet. Und hier? Ich kann das Passwort kopieren, aber ich brauche erst eine Mitarbeiter-ID. Okay. Da ist die Karte. Ah, jetzt komme ich ran. Jetzt muss ich mir die ID schnappen und dann wieder zurück. Sounds like a plan. Oi, oi. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass der bald hier rauskommt. Um zu spielen. Okay. Erstmal hier hoch. Infektionsprotokoll der Queen Zenobia, Forscher Ryan, ID 503321. 2004, nach dem letzten Akt der als Terrigilja Panik bekannten Tragödie, haben wir das Schiff sichergestellt und unsere Mission schnell und unter großer Geheimhaltung ausgeführt. Die Regia Solis zerstörte die Stadt. Jetzt ist das Schiff der einzige Ort, an dem die Ausbreitung und Mutation des T-Abyss beobachtet und erforscht werden können. Dies ist der perfekte Ort, um Untersuchungen durchzuführen, und die Gelegenheit sollten wir so gut wie möglich ausnutzen. Der einzige große Nachteil sind die mit dem T-Abyss-Virus infizierten Wirte. Sie werden die Forschungen extrem erschweren. Es wird nicht lange dauern, bis dieser Ort nur so von Kreaturen wimmelt. Wir müssen daher schnell handeln. 2005. Unsere Forschung an dem Virus ist recht reibungslos fortgeschritten und wir waren in der Lage, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben alle unsere Ziele erreicht und verlassen daher dieses Schiff. Ein paar unserer Teammitglieder haben diesen Moment leider nicht mehr erlebt. Aber das gehört zur Forschung dazu. Als wir Lansdale über unser Erfolg in Sachen Impfstoff berichtet haben, zeigte er untypische Anzeichen von Glückseligkeit. Nach ein paar ausgerissenen Seiten steht da etwas hingekritzelt. Sobald wir die Forschungsdaten übertragen hatten, wurden die Einrichtungen abgeriegelt und die BOWs sind aus ihrem kryonischen Schlaf erwacht. Wie konnte ich nur übersehen, dass Veltro nicht das einzige verzichtbare Bauernopfer gewesen ist? Fast schon lustig irgendwie. Ich verstehe jetzt, dass er all die Dinge arrangiert hat. Er hat den Terroristen den T-Abyss-Virus gegeben, der zur Terrakrija-Panik geführt hat. Dadurch erhielten wir viele wertvolle Daten zur Infektion, was wiederum zur Entwicklung des Impfstoffs geführt hat. Dank seiner verantwortlichen Stellung hatte die Regia Solis genutzt, um den Virus, die Terroristen und all die Narren in der Stadt auszulöschen. Alle Spuren und Verbindungen zu uns verschwanden. Als Konsequenz fürchtet die Welt den Virus und die FBC-Charter wurde verstärkt und erweitert. Ich bin von Ehrfurcht ergriffen, wenn ich daran denke, mit welcher Perfektion Lansdale all diese Ereignisse orchestriert hat. Ein Fall für die Geschichtsbücher. Hoffentlich wird die Nachfrage nach dem Impfstoff uns Überlebenden die Lobpreisung und Reichtümer bescheren, die wir uns so sehr verdienen. Der Rest des Gekritzeltes ist unleserlich. Impfstoffprototyp. Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terrarigia-Angriffen. Davon hat Raymond also gesprochen. Scheint so. Ich habe bisher nur Indizienbeweise. Nichts, um ihn festzunageln. Indizien. Gut, aber ich bin gleich bei 35 Minuten und deswegen an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen bei Resident Evil Revelations. In der nächsten Folge geht es hier weiter mit Jill und Chris hier in diesem Labor und wir haben den Impfstoff bekommen und müssen ihn höchstwahrscheinlich ins Meer pumpen damit oder, weiß ich nicht, auch verabreichen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was wir damit machen sollen, damit wir den Virus stoppen können. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Resident Evil Revelations. Bis dann.